Hallo Fotofreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal. Ich werde es nennen die Fotopia 2023 Quick and Dirty oder Quickies. Ja, so, und aufgrund der körperlichen Behinderung vom Padawan haben wir exponierte Stellplätze im Messegelände. Allerdings die uns zugeteilt wurden, die kriegen wir jetzt schon wieder gerade nicht mehr. Das heißt, wir stehen jetzt etwas anders, weil da steht jetzt ein Stand. Aber ich bin ja nicht alleine, ich rede ja die ganze Zeit vom Wir. Stefan Haupt. Da haben sie sich verwählt. Da haben sie sich verwählt. Padawan, hast du wieder Frauenanrufe? Ja, die wollte den Herrn Baran sprechen. Herr Baran, das bist du aber nicht. Das bin ich nicht. So, komm hier. Ja, ich muss jetzt erstmal hier finden. Ja, wir sind online. Mach den Zettel gleich rein. Die Zuschauer wollen nur wissen, was wir hier machen. Ich habe hier so ganz anderes entdeckt. Ja, ihr seht, der Padawan ist noch nicht im Videomodus. Der ist, hat was anderes entdeckt. Der sagt gleich Hallo. Oder jetzt vielleicht doch schon? Hallo. Was machen wir hier? Ja, Fotopia, ne? Ja, und wo stehen wir aufgrund deiner Behinderung? Zeig mal dein Knie, damit die Damen auch ein paar Rosen schicken können. Ja. Nimmst du aber mitten im Epizentrum, ne? Mitten im Epizentrum, direkt hinter den Hallen. Komm, wir gucken mal, wir zeigen das nochmal, weil das so geil ist. Nimm die Krücken. Also hier da hinten, wo dann der Herr mit der Weste rumsneakt, da ist der Food-Bereich. Und da hinten, wo Eikos, ne, heißt ja. Das, wo das steht, da wären wir eigentlich, ne? Das sind unsere zugewiesenen Parkplätze, aber da haben sie jetzt einen Stand hingebaut. Von daher stehen wir hier sehr gut. So, und ich habe schon gesagt, das Format wird anders. Wir machen nicht viel, wir versuchen Interviewpartner zu kriegen, ne? Du wirst mir ein bisschen assistieren hinter der Kamera. Ich habe extra gute Tontechnik mit, ne? Wen würdest du dir denn wünschen, dass ich den interviewen kann? Ich weiß ja nicht, wer alles hier ist, aber... Angenommen, es sind alle da. Wen hättest du Lust, dass ich dem unangenehme Fragen stelle? Weiß ich nicht. Jetzt rennen dann diese Hunde rum. Martina, du bist noch nicht genommen im Modus, ne? Hey. Ja. Sag, komm, ist... dein Kumpel da, der. Ja, der das ist das der Chef? Der gerade vorne. Ja, sollen wir den mal interviewen? Nee. Gut. Weiß ich nicht. Nehmen wir aber jetzt gleich die Krücken auf jeden Fall mit. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Guck mal, da oben geht's auch ab. Ey, für uns, der Flieger. Fotofreunde, ich habe euch versprochen, wir machen hier ein neues Format auf der Fotopia in Hamburg. Und zwar heißt das Quick and Dirty oder ich sag mal Interview Quickies. Und die Dame, die jetzt neben mir sitzt, die kennt ihr vielleicht schon aus einem anderen Kanal. Hallo N. Hallo Klaus. Jeder, der N noch nicht kennt, der Frankie, Frank Vlogs, das ist dein Ehemann, ne? Genau. Und eigentlich hast du ja ein Pseudonym in der Fotoszene schon mittlerweile gewonnen. Ne? Wie nennt der Frank dich immer? Irische Lady. Genau, die irische Lady. Ich würde jetzt mal messerscharf schlussfolgern, dass der Spitzname einen Grund hat. Genau, weil ich komme aus Irland. Von wo aus Irland? Wenn ich aus der Nähe von Kilkenny. Okay, da bin ich jetzt aufgeschmissen. Da habe ich direkt eine Frage. Wie spricht man eure Hauptstadt richtig aus? Dublin. Ich war auch in Schottland. Edinburgh wollte ich jetzt. Dublin. Auf Gaelisch ist Balia Ahatlia. Okay, das werde ich maximal nach singen können. Balia Ahatlia auf Gaelisch. Ist Gaelisch, also ist das eine ursprüngliche Sprache oder wird Gaelisch immer noch gesprochen bei euch? Es wird teilweise gesprochen, aber hauptsächlich. Aber es ist eine Sprache, die wirklich gesprochen wird? Ja. Okay. Ich war mal in Wales unterwegs. Da habe ich mich gewundert, dass auf den Straßenschildern auch immer noch eine Sprache, die ich nicht lesen konnte, ja, geschrieben war. Aber da ist es dann Walisisch oder? Ja, ist ein bisschen verwandt. Ich wollte gerade sagen, könntest du Walisisch auch verstehen oder sprechen? Das weiß ich nicht so genau. Nee, weißt du nicht so genau. Könntest du denn Galisch sprechen? Kann ich, nicht so ganz fließend. Aber was könntest du denn mal sagen, nur so zum Hören haben, was ich im Englischen kennen würde? Ja, zum Beispiel. Hello, nice to meet you. Well, das ist schwer. Okay, dann. Yeah. Wenn man sagt zum Beispiel Guten Morgen auf Gaelisch, ist es Madgen Wach. Madgen Wach. Und Guten Abend ist Iher Wach. Iher ist Nacht. Vom Wort Stamm hat das was mit Englischen zu tun? Klingt für mich komplett anders. Und es ist ganz anders geschrieben als gesprochen. Ja. Ich als Fotograf, wenn ich jetzt mal Irland besuchen wollen würde, ja, was würdest du sagen? Ich habe nur 2 Tage.
was soll ich fotografisch, jetzt mit Schwerpunkt auf Landschaftsfotografie? Ah, drei dann Tage. Würde ich natürlich die Cliffs of Moher. Ja, da habe ich schon von gehört, genau. Und insgesamt schaffst du das nicht in zwei Tagen, aber the Wild Atlantic Way. Von Dublin runter in die Küste, es gibt jede Menge zu fotografieren. Also es ist eine Küstenstraße im Prinzip, wahrscheinlich in Irland so wie der Einser Highway in den USA, okay. Wild Atlantic Way. Wild Atlantic Way. Ja, das ist doch schon mal, liebe Fotofreunde, ne, hier Insider-Tipps von der echten Irin, das ist großartig. Aber die Zuschauer, die schreiben mir ja immer und die wollten eins wissen. Du bist ja jetzt mit einem unglaublich großen Influencer verheiratet, mit dem Frank. Ne? Wie ist das jetzt für dich? Wir haben uns heute jetzt gerade auch kennengelernt, dass Leute den Frank erkennen und vielleicht dich auch erkennen und sagen, das ist doch die Irish Lady. Wie ist das? Ist das doof oder kannst du damit umgehen? Absolut, ich bin ganz locker drauf. Also man darf die auch ruhig mal ansprechen, wenn man dich sieht. Also habt ihr gehört, ne? Wenn ihr die Irish Lady mal sieht, trägt auch gerne Sonnenbrille. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Die ist immer sehr, sehr stylisch gekleidet. Magst du einmal die Brille aufsetzen? Also schaut mal, das könnte jetzt auch ein Promi sein, den man hier irgendwie so in Nizza oder so kennenlernt. Habt da keine Angst, ne? Die Irish Lady merkt ja gerade, die ist super nett. Also ruhig mal Hallo sagen, wenn ihr die seht. Du bist ja auch immer sehr, sehr modebewusst unterwegs. Nicht so wie wir. Wir ziehen ja das an, was oben liegt, ne? Oder was Mutter uns gibt. Aber du hast ja also komplett durchgestylt. Wie ist das da mit so einem Frank an deiner Seite? Der ist ja auch eher so sag ich mal, so wie ich gekleidet. Mal ein T-Shirt, eine Buchse. Frank und ich sind wie Kreide und Käse. Wie Kreide und Käse? Ist das ein, kennt ihr Kreide und Käse? Ja, genau. Ist das eine, nein, ich verstehe das schon. Ich kannte den Spruch noch nicht. Kennt ihr den Kreide und Käse? Wie Feuer und Wasser kenne ich. Das ist ein irischer Spruch. Aber bestimmt Kreide wieder. Kreide und Käse ist aus dem Rheinland, glaube ich. Rheinland, egal. Ich mag deinen Akzent total. Da muss ich noch, kennst du die Serie Sons of Anarchy? Ja. Da gibt es ja eine dritte Staffel, fahren die ja, glaube ich, auch nach Irland. Genau. Und die haben ja einen, den nennen die ja immer Scotsman. Also ist der irische, englische Akzent ähnlich wie der schottisch oder bin ich da ganz, die klingen aber ein bisschen anders als der klassische British. Ich würde sagen, der schottische Akzent, wunderschöner Akzent, es ähnelt ein bisschen die Leute in Nordirland. Okay. Ja, dieser Akzent. Im Süden haben wir so eine weichere. Und wo du herkommst, ist eher Süden oder Norden? Süd. Süd, okay. Genau. Fantastisch. Also wahrscheinlich könnte ich das nicht auseinanderhalten, aber toll. Du noch was auf dem Herzen, Anne, was du sagen möchtest. Ich habe übrigens eine Namensvetterin von dir, die heißt auch Anne, bewundere ich, ist eine Musikantin aus England, Anne Dudley. Sagt dir das was? Ja, doch. Ja. Anne Dudley. Ja, in former times, Art of Noise. Und jetzt macht ihr ganz viel Scores, ja, Soundtracks und so weiter. Klasse. N kennt auch N. Die wollte ich übrigens auch mal vor die Kamera kriegen, hat bisher noch nicht geklappt. So, ich gucke mal auf die Uhr. Wir müssen jetzt deinen Ehemann ein bisschen supporten. Genau, ne? Genau. Ganz wichtig. Ich habe ein bisschen getragen Unterwäsche mitgebracht. Ich bin gleich auf die Bühne, aber sollte ich nicht verraten. Ja, vielen Dank, N, dass du die Zeit gefunden hast. Und tschüss. Ich habe eine schöne Zeit mit euch. das läuft.